Und wir sind zurück auf der Single Couch 23 am Goldboden Volksfest Straubing. Neben mir sitzt der Christoph. Christoph, stell dir mal ein bisschen vor. Ja, ich bin der Christoph, komme von Rosabühl, komme aus der Oberpfalz. Und wie alt bist du? Ich? Ah, 26, bin da schon alles bei. Ah ja, bis auf die 30 hast du schon ein bisschen hier. Ja. 4 Jahre noch. Ey. Geht noch. Ein paar Jahre halt. Geht noch. Und du sagst jetzt deine Traumfrau? Naja, ich sage meine Traumfrau. Man schaut sich halt ein wenig um und wenn man eine findet, dann findet man eine. Ja, das würde ich auch sagen. Wie soll denn die ausschauen oder charakterlich sein? Ja, charakterlich, da muss ich halt ganz normal sein. Wenn ich was sage, dann muss ich auch mal ein wenig was sagen. Also, man muss sie halt kommunizieren und dann muss passen. Und die muss einmal dagegen halten. Ja, sie muss auch was aushalten und man kann auch miteinander reden. Und was ist jetzt so eine negative Eigenschaft, wenn du was sagst, ja, damit muss man schon umgehen können? Ja, heutzutage kannst du auf die ganzen Fingernägel auch öfter schauen, weißt du schon? Da, wenn du umschaust, die haben ewig lange Fingernägel, die kann auch ein wenig kürzer sein. Aber man kann auch ganz normal sein. Deine oder ihre Fingernägel? Nein, ihre. Ich habe jetzt eigentlich gemeint, was bei dir negativ ist. Bei mir negativ ist, ich rede halt oft dagegen. Du tust was? Ich rede halt oft dagegen. Du redest oft dagegen. Also, du diskutierst mal ganz ständig. Ich diskutiere oft. Ja. Ja, also brauchen wir eine, die dagegen redet. Okay. Und wie soll das erste Date sein? Ja, kommt drauf an. Entweder romantisch oder man geht halt ganz normal in die Häuslerfurt. In die was? In die Häusler. In die also Häusl? Bauwagen oder sonst irgendwas. Ach so, in Bauwagen, okay. Und romantisch war dann ins Restaurant? Ins Restaurant, zum Griechen oder Italiener oder irgendwas so. Okay, also Ladies da draußen, ihr habt es gehört, du kriegst jetzt die zwei Klammern von mir. Ja. Die bilden zusammen ein Herz, das eine gehört dir und das andere kriegt dann der Herz zusammen. Oha, ob ich in Straubing da sowas finde, bin ich gespannt. Wahnsinn. Wenn ihr einen Christoph kennenlernen wollt, rührt euch auf jeden Fall bei ihm.